Krass, also das heißt, bei dir klingelt richtig die Kasse, ey. Wow, Ja, einige gut langsam. Abschlüsse. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Unternehmerin und auch Mentorin von Melanie Zandt. Hallo Melanie. Hallo Vanessa. Heute in einer ganz anderen Location. Ich bin nämlich bei Melanie Zandt zu Hause und ich habe mir als Location dieses wunderschöne Sofa hier ausgesucht, aus den 50ern oder so. Also richtig, richtig geil. Und wir haben heute auf jeden Fall den Auftrag, mal zu gucken, was aus der Melanie nach dem Mentoring-Programm mit mir geworden ist. Melanie, wie fühlst du dich? Gut, danke. Was gibt's Neues? Hast du schon Erfolge feiern können? Ja, also ich habe schon ein Haus verkauft, ich habe Gewerbeobjekte vermietet, ich habe eine Wohnung jetzt wahrscheinlich verkauft, die lange nicht zu verkaufen Wow, war. und das innerhalb so kurzer Zeit. Krass. Jetzt, ich habe 1,5 Monate übrigens Pause gemacht, jetzt könnte ich sie zweimal verkaufen. Ah, ja, das ist echt, das wirkt Wunder, wenn man das erstmal pausiert. Ja, Mega, okay. ja. Krass, also das heißt, bei dir klingelt richtig die Kasse, ey. Wow, Ja, einige gut langsam. Abschlüsse. Sehr gut, mega. Und was war jetzt so dein größter Erfolg? Was war wahrscheinlich dann dieses Haus, was du direkt verkauft hast, oder? Ja, das habe ich binnen einem Monat verkauft. Boah, Also geil. einen Monat wirklich dann auch beim Notar gewesen, ja. Krass. Was war so deine Vorgehensweise? Wie bist du da rangegangen? Wie hast du das so schnell gedreht? Ich habe 2 offene Besichtigungen gemacht, jeweils am Sonntag. Und habe Eine dann auch. Besichtigungsveranstaltung dann, Nee. oder? Okay, also einfach nur eine offene Besichtigung. Wirklich offene Okay. Besichtigung, dass alle Leute eben kommen können, schön nacheinander. Ja. Weil das letzte Mal bei der offenen Besichtigung, bei der Besichtigungsveranstaltung. Besichtigungsveranstaltung, damit hatte ich, sag ich mal, ein bisschen Probleme, weil die Leute nicht warten können, ja. Ja, Und ja, ja. dann die ganzen Leute durch dieses Haus zu schleusen, das war schon auch eine große Nachfrage. Deshalb Ja. habe ich eben eine offene Besichtigung gewählt, weil dann die Leute doch ein bisschen peu à peu kommen, aber trotzdem auch Also es heißt mitbekommen. nicht einen festen Termin, sondern eine Zeitspanne, wo alle Ja. kommen können. Genau. Okay, gut. Und das ist gut gelaufen. Und da hast du, wie viele Anfragen hattest du insgesamt ungefähr auf die Immobilie? 30 bis 40. Okay, und wie Ja. viele waren vor Ort? Das waren jetzt auch die, die dann Das waren so die, oh, okay. vor Ort waren. Und wie viele Interessenten sind davon übrig geblieben als potenzielle Käufer? 3. Sehr gut, 3 brauchst du eigentlich auch optimalerweise. Und hast du dann ein privates Bieterverfahren draus gemacht oder einfach einen fixen Preis? Ich hatte es angeboten für 330.000. Und naja, die einen haben die Finanzierung geprüft, haben sie aber nicht bekommen aufgrund der hohen Renovierungskosten. Die andere hätte es auch sehr gerne genommen für 310.000. Und dann hatte ich noch einen, ja, Kapitalanleger, der regelmäßig Immobilien kauft. Ja. Und ich sag mal, ja, der hat natürlich nicht annähernd anfänglich an die 300 geboten. Aber ich wusste, dass der auf jeden Fall das Geld hat, diese Immobilie zu zahlen, ja. Okay. Und ja, bei den einen Interessenten wäre auch wieder dieses Risiko gewesen, dass sie nicht die Ja. Finanzierung bekommen. Und deshalb habe ich ihn dazu gebracht, dass er 295.000 Euro bezahlt und mein Verkäufer. Eigentümer war damit dann auch zufrieden und das war einfach eine sichere Lösung dann. Sehr gut. Also das heißt, du hast den Eigentümer glücklich gemacht, den Käufer glücklich gemacht und dich natürlich sowieso. Ja. Sehr, sehr gut. Und wie ist das Feedback grundsätzlich von deinen Kunden über deine Arbeitsweise, über deine Vorgehensweise? Ich meine, du willst ja schon einen relativ innovativen Weg als Immobilienmaklerin. Wie sind da so die Reaktionen? Prinzipiell immer sehr gut. Also auch meine Suchkunden, die sind höchst zufrieden, weil ich kontaktiere sie auch und nehme den Suchauftrag wirklich entgegen. Im Vergleich vielleicht zu anderen Ja. Kollegen von mir, von denen sie nie was hören. Hm. Sie schätzen, dass ich zuverlässig bin, dass ich schnell bin. Sehr gut. Ja, eigentlich Sachen, die Grundvoraussetzung eigentlich sind. Theoretisch schon, ne? Aber in Ja. der Realität sieht man dann doch irgendwie die Katastrophe. Also, ich hatte letzte Woche eine Besichtigung, weil ich selber interessiert bin an einem Haus.
Also ich war echt erschüttert, was das für ein Immobilienmakler war. Ey, krass, was also auch die eigene Konkurrenz dann theoretisch ist. Verrückt. Kennst du deinen Wettbewerb und welche Schwächen haben sie, die du definitiv nicht hast? Ja, ich kenne meinen Wettbewerb. Mein Wettbewerb hat, sage ich mal, die Schwäche, dass sie noch nicht auf den innovativen Wegen, sage ich mal, sind. Sie machen keine 360-Grad-Aufnahmen, sie machen keine Bieterverfahren, beziehungsweise eher selten. Videos. Die sind auch nicht so proaktiv, ne? Nee, die sind einfach nur konservativ. Nee. Also ich bin auch in Facebook und so weiter sehr aktiv. Also wenn ich da ein Objekt hier in der Gegend einstelle. Und Instagram habe ich gesehen. Ja. Richtig geile Postings, bitte mal drauf gehen. Melanie Zandt mit DT. Ja, und viele werten auch meiner Meinung nach das Objekt wirklich zu hoch ein. Mhm. Ja, und dann hat es eben auch eine lange Vermarktungsdauer. Und dann teilweise bricht der Wert richtig ab, ne? Ja. Was glaubst du, grenzt dich so richtig von der Konkurrenz ab? Was macht dich einfach besser? Wo hast du einen absoluten Wettbewerbsvorteil und was schätzen die Leute an dir? Ich führe innovative Bieterverfahren durch, ich mache 360-Grad-Aufnahmen und ich mache hochwertige Objektbilder. Also ich bearbeite die immer nochmal nach, sodass man wirklich das Objekt, das Maximale aus dem Objekt einfach herausholt. Okay. Und glaubst du auch, dass du besser akquirieren kannst im Vergleich zu deinen Wettbewerbern? Ja, durch deine Strategie. Was hilft dir da am meisten? Ja, einfach dranbleiben und die Einwendungen halt immer wieder behandeln. Also man hat schon allgemein mit einem negativen Berufsbild als Immobilienmakler zu kämpfen. Ja, definitiv. Und damit muss man halt immer wieder... Muss man schon echt schlagfertig sein. Aber das haben wir echt immer gut geübt mit dem Eigentümermonster, ne? Ja. Nee, also es hat super geklappt. Du hast es echt gut gelernt und am Telefon bist du definitiv schlagfertig. Die Leute wissen auch, okay, da ist ein Profi dran, wenn man einfach dreimal einen Einwand bringen kann. Du behandelst es professionell und kommst auch immer wieder auf das eigentliche Thema zurück, nämlich den gemeinsamen Objektaufnahmetermin. Und das ist ultra wichtig. Wie viel Zeit investierst du momentan in Akquise? Ich kann das jetzt gar nicht so genau definieren. Ich habe auf jeden Fall die Suchaufträge und die schaue ich auch jeden Tag immer an, die mir per E-Mail reinkommen. Okay. Und die alten Suchaufträge oder beziehungsweise ich sag's mal so, die Objekte, die du eigentlich akquirieren wolltest, wie organisierst du dich da momentan? Habe ich in meinem Manager immer wieder auf Wiedervorlage. Okay, sehr gut. Und wie viele Anläufe oder wie viele Anrufversuche brauchst du bei einem Eigentümer, den du versuchst zu erreichen? Das heißt also, du hast ein Inserat und jetzt ist deine Aufgabe da, einen Akquisetermin zu bekommen, also einen Vor-Ort-Termin. Wie oft musst du anrufen, bis du einen Termin bekommst? Das kommt ganz drauf an, zu welchem Zeitpunkt ich anrufe. Ja. Weil am Anfang, also eigentlich braucht man am Anfang gar nicht anrufen, ne? Das ist unsere Welle, die wir mehrmals aufgemalt haben. Selbst wenn man als Erster anruft, ja. Also ist es auch in der Realität so. Nicht nur in der Theorie, was ich sage, ist gut. die Eigentümer wollen es einfach als Erstes auch selbst versuchen. Ja. Und dann nach 3 Wochen, wenn dann wirklich das noch nicht so ganz funktioniert und ich rufe da an, dann bekomme ich eigentlich auch meinen Termin. Ja. Also, dann haben die sich schon die Hörner abgehauen da draußen. Ja, und dann freuen die sich auch drüber. Und die meisten Makler haben dann die auch schon wieder vergessen. Ja. Und ich habe mal eine nach 6 Wochen oder 4, 6 Wochen angerufen. Perfekter Zeitpunkt. Und die hat gesagt, aber sie haben noch nicht angerufen. Sag ich, nee, ich rufe auch nicht so bald an. Aber die hat das echt noch im Kopf gehabt. Krass. Ja. Okay, sehr gut. Wie fühlst du dich aktuell als Immobilienmaklerin? Bist du schon in so einem Status, wo du sagst, ja, ich bin erfolgreich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich tue und die Kunden schätzen mich für das, was ich ihnen biete, an Mehrwert bringe? Oder bist du noch unsicher? Ich meine, es ist ja jetzt noch total frisch eigentlich, dass du Immobilienmaklerin bist und auch ein eigenes Unternehmen führst, aber auf welchem Level fühlst du dich? Also ich weiß, dass das, was ich mache, gut ist, aber ich muss noch ein bisschen
Geduld bewahren, ja, dass sich das einfach noch ein bisschen verbreitet und ich sozusagen noch mehr Ruf bekomme. Ja, ja, okay, also dass die Leute von alleine auch auf dich zukommen. Ja. Ja, also sowas passiert in der Regel so ab 2-3 Jahre, wenn du dich wirklich am Markt etabliert hast, oder du investierst unwahrscheinlich viel Zeit in Farming und in Marketing und proaktiv auf Leute zugehen und am besten sogar noch in Vereinen beitreten und so weiter. Also das ist aber schon wirklich richtig viel Aufwand. Natürlich, und dann schafft man das natürlich auch schneller. Aber ich finde, durch dein Marketing, durch deine Corporate Identity bist du schon unwahrscheinlich auffällig am Markt, oder? Wie ist da so die Resonanz? Kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, du fällst schon auf. Also gerne mal googeln, Immoflux, Melanie Zandt, also das ist schon geil. Hast du auch schon positive Referenzen in Schriftform bekommen? Ja, ja? Ich habe übrigens jetzt auch Proven-Expert. Wow! Ja. Sehr gut. Und wie waren da so die Rückmeldungen? 100% weiterempfehlen. Alter, geil! Mega, dann solltest du das auf jeden Fall weiter für dich bewahren. Ich finde es mega, was einfach entstanden ist. Ich finde, dass du eine unglaublich gute Figur und ein unglaublich gutes Gesicht machst, wenn du Videos machst. Ich finde es toll, was du für Instagram-Posts machst, auf Facebook aktiv bist und halt auch wirklich deinem Thema treu bleibst und nicht nur einfach irgendeine Scheiße postest, sondern wirklich zielgruppenorientiertes Marketing machst. Finde ich super. Und was ich auch grandios finde, diese Einwandbehandlung, die hast du immer wirklich gut beherrscht. Du bist unwahrscheinlich organisiert an die Arbeit drangegangen und hast einfach die Dinge so umgesetzt, wie ich es vorgeschlagen habe, wie ich es teilweise auch angewiesen habe, das einfach gemacht und in der Regel kam geiler Scheiß bei raus. Also ich drück dich nochmal. Ich hab dir zu danken. Aber also war eine sehr, sehr coole Zeit mit dir. Wir haben ja auch schon miteinander zusammen den Immobilienkongress Rosenheim besucht. Das war auch geil. Nochmal Grüße gehen raus an Max Reide. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein. Und ja. Ja, wir werden auf jeden Fall die Melanie weiterhin beobachten und gucken, was sie da so auf die Beine stellt. Und ich bin also aktuell nach so wenigen Wochen tatsächlich absolut stolz auf dich, was du geleistet hast und wie du durchstartest und als Powerfrau wirklich seinesgleichen sucht in der Immobilienbranche. Finde ich super. Also, perfekt, danke dir. Abonniert diesen YouTube-Channel. Und wenn auch du wissen willst, wie du in so ein Mentoring-Programm kommen kannst, dann schreib doch sehr gerne hier unten in die Kommentare oder melde dich auch sehr gerne unter www.vanessa-wenk.de, findest du ein paar Informationen, und dann freue ich mich, von dir zu hören. Wie gesagt, YouTube-Channel abonnieren, Glocke aktivieren und dann seht ihr das nächste Video demnächst auch wieder und ja, dann auch wieder die Melanie Zandt. Bis dahin und tschüss! Tschüss.